Hallo zusammen und da sehen wir uns doch direkt nochmal wieder nach dem ersten kleinen Video auf dem anderen Kanal. Jetzt um 20 Uhr habe ich gerade eben noch einen Artikel gefunden, ebenfalls vom Spiegel, der sich mit einer ganz ähnlichen Thematik beschäftigt, also im Prinzip fast auf den anderen so ein bisschen aufbaut, aber wie ich finde relativ interessant und durchaus auch mal ein bisschen besprechenswert ist. Es gibt nämlich etwas Neues zum Heizungsverbotswahn. Ihr habt ja mitbekommen, zuletzt hatte die FDP massive Zweifel angemeldet, hatte auch mitgeteilt, dass sie das so, wie das geplant ist, nicht mittragen möchte. Dadurch ist ein Streit entbrannt in der Hampel und jetzt möchte man sich in den nächsten Wochen da wieder irgendwie zusammenraufen, damit dieser ganze Wahnsinn trotzdem noch irgendwie vor der Sommerpause durchs Parlament gepeitscht werden kann. Und jetzt schlägt die SPD etwas vor, was ich gelinde gesagt als Salamitaktik bezeichnen würde. Aber man versucht offenbar so ein bisschen die Kartoffeln aus dem Feuer zu holen, sich wieder etwas einzukratzen bei den Wählern. Man hat natürlich auch mitbekommen, dass die Umfragewerte in den Keller rasen, dass die Hampel keine Mehrheit mehr hätte und die Bevölkerung auf deutsch gesagt die Schnauze voll hat. Nun gucken wir uns aber an, was die SPD vorschlägt. Sie wollen eben jenen Heizungstausch für Bestandsbauten, für Altbauten, streichen. Das ist natürlich alles noch nicht ganz spruchreif und man hat sich wohl auch zu höchster Verschwiegenheit verpflichtet, aber das ist jetzt wohl der Vorschlag, der von der SPD kam, der nun zur Debatte stehen soll, dass man eben jenen Heizungszwang zu sogenannten Wärmepumpen, ja, ganz technologieoffen wissen wir ja, dass man den nur für Neubauten ins Gesetz schreiben möchte. Würde bedeuten, dass alle anderen Immobilien, immerhin mehrere Millionen in diesem Land, mit einem blauen Auge davon kämen, zumindest für einige Jahre, und weiterhin vernünftig konventionell heizen könnten mit Öl- oder mit Gasheizungen, auch wenn ihre alte Heizung kaputt geht. Bedeutet also, die Hausbesitzer, die jetzt panisch mit einem fast schon Beißreflex noch schnell eine neue Heizung einbauen wollten, können eventuell ein bisschen aufatmen. Ja, können sie ja eh schon, weil mit etwas Glück dieser ganze Irrsinn ohnehin nicht pünktlich aus Sicht der Grünen zustande kommt. Also, dass dieses Verbotsgeklüngel ab nächstem Januar gilt, ist ohnehin hoch fragwürdig, wie sie das schaffen wollen und realistisch überhaupt nicht umsetzbar, das wisst ihr ja. Aber es könnte nun auch sein, dass Besitzer von Bestandsimmobilien auf Deutsch gesagt so ein bisschen fein raus sind, weil man mitbekommen hat in der Hampel, nee, die Bevölkerung zieht nicht mit. Die Bevölkerung hat keinen Bock drauf, es funktioniert nicht, es ist einfach Irrsinn, kann man nicht umsetzen, es ist dystopisch, na, die würden wohl eher sagen utopisch, muss ich euch nicht erklären, ist also an der Realität meilenweit vorbeigeschossen. Aber warum Salamitaktik, was ich gerade meinte? Naja, ich vermute, dass wenn es keinen riesengroßen Protest gegeben hätte, und den gibt es, gehören ja auch die Umfragewerte dazu. Die Hampel ist ja de facto abgemeldet was den Zuspruch der Bevölkerung angeht. Kaum noch jemand ist überhaupt zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung. Also die sind im Prinzip unten durch bei den Leuten. Wenn es jetzt keinen entsprechenden Protest gegeben hätte, dann hätten sie den Mist wahrscheinlich, so wie sie es damals angekündigt haben, in Sack und Tüten gegossen, unabhängig davon, ob es funktioniert oder nicht. Im Zweifel enteignen sie halt einfach die Leute. Da sie aber nun mitbekommen haben, ihnen schwimmen die Fälle davon, scheinen sie jetzt ein bisschen in Panik zu geraten und kommen dann nun mit der Idee daher, naja, vielleicht verschonen wir die Bestandsimmobilien ja doch davon. Ja, gut. Sich darauf jetzt ausruhen und sagen, ja, das passt schon, das können sie so durchwinken, halte ich allerdings auch für ein bisschen fehl am Platz, denn auch für neue Immobilien muss natürlich völlig frei wählbar sein vom Eigentümer, vom Bauherrn, womit er das Ding heizen will. Es muss eine Einzelfallbetrachtung sein. In einem Fall, wo so ein Wärmeding einigermaßen funktioniert, wo das einen Sinn ergibt, da kann man das ja einbauen, wenn der Eigentümer das möchte. Aber es gibt eben viele, viele verschiedene Bauarten und kommt ja auch ein bisschen auf die jeweilige geografische Lage an, wo das einfach keinen Sinn ergibt. Und da muss es verdammt nochmal auch in 10 oder 20 Jahren noch erlaubt sein, sich für die Heizung zu entscheiden, die für die eigene Immobilie die sinnvollste, die effizienteste und vielleicht auch die finanzierbarste ist. Das wollen die Grünen natürlich nicht, ist ja klar, frieren gegen Putin ist ja modern. Aber es sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass die Planung eines Gebäudes dem Bauherrn obliegt. Ja, natürlich der von ihm beauftragten Firma in dem Sinn. Ist ja selten so, dass der Bauherr selber da zum Reißbrett greift und sein Haus entwirft. Aber das muss von dem entschieden werden dürfen, der es am Ende bezahlen muss. Und nicht von irgendeinem sesselfurzenden Politiker in der Grünen Parteizentrale, die es seit 3,5 Jahren nicht schaffen, bei sich eine ideologisch tiefgrün eingefärbte sogenannte Wärmepumpe einzubauen, obwohl sie schon 5 Mille verschleudert haben. So viel also dazu, dann mehr im anderen Video. Jetzt also der aktuelle Stand. Eventuell sind die Bestandskunden raus. Das hoffe ich zumindest. Das reicht aber nicht, denn dieser ganze Heizungsverbotszwang, der gehört ersatzlos vom Tisch. Sinnvoll wäre tatsächlich, dass man sich darauf konzentriert, bestehende Systeme weiterzuentwickeln,
eine höhere Effizienz zu erreichen. Dadurch wird es natürlich auch günstiger und auch umweltfreundlicher, wenn man deren Propaganda glauben möchte. Das setzt aber eben voraus, dass man in Weiterentwicklung investiert, also in wissenschaftliches Arbeiten, und zwar bei jeder Technologie. Es ist nämlich nur, ob die Heizung mit Gas funktioniert, mit Öl oder wie auch immer. Moderner, effizienter, irgendwann günstiger, umweltfreundlicher ist ein Evolutionsprozess. Wenn man aber Technologien verbietet, nur weil man sie nicht haben will aus ideologischen Gründen, ja, dann können sie sich auch nicht weiterentwickeln. Wenn man stattdessen etwas erzwingen will, was nicht funktioniert, ja, dann ist das von vornherein zum Scheitern verurteilt. Aber das versteht man bei den Grünlingen leider nicht. Aber jetzt sehen wir uns später wieder. Wer es noch nicht gesehen hat, das Video auf dem anderen Kanal ist zwar kurz, aber unterhaltsam für zwischendurch. Und jetzt rutscht erstmal schön in euren Freitagabend und startet ins Wochenende.